Hey, das ist meine Weihnachtsstimmung, jawohl. Hey, alles klar, lächeln Sie. Ja, nun halt sich. Lass uns teilhaben, komm mal. Die Weihnachtsfeier. Okay. Schnauze jetzt Ruhe. Hey, alles klar. Wir haben eine Weihnachtsfeier heute, offiziell. Und haben wir nicht lumpen lassen, die Flocker sind rausgegangen für was Gescheites zum Essen. Haben die von der Vollversammlung mitgehen lassen in Alufolie. Gescheite Leberkäse von Benzer! Jawohl! Was ein Problem oder was? Ja, Schnauze jetzt! Alter, wenn ihr euch was Fleischhaltigeres hier da Hände. Ja, und Spanferkel. Scheiße. Und für Veganarier, für die, die sagen, gut, kruste ich ein bisschen zart, haben wir noch eine andere Variante. Ein Marzipanschweinle. Oh, jetzt ist aber ein bisschen drückt, hey. Stimmung am Arsch oder was? Ganz ehrlich. Solche Leute brauchen wir nicht. Wie der Vetter vom Uwe. Kriegt ganz andere Bedeutung. Wer geht's mit dir? Guckt nicht, ja, wie er am Geschenkli für Weihnachten rumschraubt. Scheiße, Kerle, das ist doch zum Luftablassen. Woher soll er es auch wissen, hey? Scheiße, Mann. Er gibt schon so billigen Auftrag. Er schraubt dir am Ventil rum. Ehrlich, Kerle, das ist zum Luftablassen. Verstehst du? Wir in Deutschland, wir haben dafür ein Produkt entwickelt. Der Dosenöffner. So ein Säckjünger, der Kolonial-Jimmy. Den kannst du benutzen, Jünger. Da, oben aufschrauben, weißt du? Obacht, Afrikanerpistole. Die gibt's auch noch oben drauf, ey. Mann, guck in die Hand. Völlig verwirrt. Hackespitze in Nackeritze! Hey! Wo soll das auch wissen? Das spricht unsere Sprache nicht! Solche Lady brauchen wir hier nicht! Die nicht ins Team reinpassen! Da kann ich jetzt dran beschäftigen. Klasse! Männer! Außerdem! Ruhe! Ruhe! Mann! Tille! Wir wollen dir gratulieren! Recht herzlich! Der komplette Verein, die Mannschaft, der Trainerstab! Wir gratulieren dir recht herzlich zur erfolgreich verlaufenden Hodenkrebs-OP, Jünger. Sauber, richtig gut, weil jede Mannschaft ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Das ist nämlich sicher, oder? Was denn? Ist das dein Ernst? Ist nicht quer. Egal, das kriegst du schon hin, kriegst du recht, Jünger. Sagen Sie weg. Egal. Sauber, wieder. Komm mal zum Kreis. Komm mal. Okay. Das ist meine Mannschaft, Jünger. Jawohl. Wir sind eine Einheit. Seit eh und je, mit dem Arsch aufgerissen. Kameradschaftlich. Wir halten immer zusammen. Keiner ist besser als der andere. Wir sind ein sozusagen, verstehst du? Männer, das ist nochmal wichtig. Deswegen sind wir zusammen. Hier, am Weihnachtsfestle. Das machen wir. Wir sind alle gleich viel wert. Egal welche Blutgruppe. Ist egal. Wir sind einfach eine Einheit, ein Team. Wir sind kameradschaftlich miteinander umgegangen und es wird auch Zukunft so sein. Das machen wir so. Jetzt packen wir es hier zusammen, besprechen wir es mit einem Weihnachtsgeschichtler. Wir schaffen alles. Alle für einen, alle für alle, alle dabei. Das ist nämlich das Wichtigste, ganz vorne mit. Wir heben ab, wir gehen nach vorn, hoch, runter, alles. Das holen wir uns. Das ist nämlich sicher. Ja? Anders geht's nicht, anders können wir nicht ins Ziel kommen. Wir sind super zusammen. Wir stärken uns. Wir sind eine Mannschaft. Guck ich dich an. Ganz ehrlich, was machst denn du hier, Konstantin? Du bist doch ein Auswechsler. Mega lächerlich. Raus mit dir, Junge, raus. Ja, bist du. Ganz ehrlich, es gibt nur Qualitätsverluste. Wir sind die wahren Männer. Wir sind nämlich die Mannschaft des Jahres. Wir kriegen den Cup und den Putt und alles, was dazu gehört. Wir sind der Richard, der Berne, Timmy, der Nierknie, der Tete, der Hutschkneu, der Rindai, der Fatzlite, der Jack, der Tyrone, der Sagnew, der Elefo, Nidov, SC Kills, der Mulumbu, der Ninde und der Schakapatzle. Den haben wir nämlich. Vor allem unser Kapazle. Der ist eine Maschine. Wir haben es geschafft. Wir sind aufgestiegen. Wir werden die Champions League richtig auseinandernehmen, Jungs. Wir haben unseren Arsch aufgerissen. Vor allem du, Litz und Tai. Wir machen alles. Wir werden nicht. Wir gehen los. Wir holen den Putz. Wir holen alles. Wir machen sie fertig. Auf alle. Und so wird es auch leben in Zukunft. Warte mal, ich glaube, wir müssen die Sache auflösen. Wir hatten hier Geschisse, ja. Boah, geht ja gar nicht. Ganz ehrlich, bei der Weihnachtsfeier. Wahrscheinlich wird der Türk. Hat mir am Arsch Gülle. Gülle, hä? Hast du das gemacht? Mein. Das Karussellfleisch von deinem Vater ist sehr lecker, aber auch sehr würzig. Salzig war es letztes Mal. Salzig.